Ja, und jetzt kommen wir zu einem ersten Beitrag hier auf der Bühne. Ich freue mich ganz besonders darauf. Ja, von der Person her ist er ein echter deutscher Beamter, wie er im Buche steht. Peinlich, genau, pingelig und spießig in seinen Denkweisen. Erzählt überspitzte Alltagsgeschichten, wo sich jeder wiedererkennt. Ich darf auf der Bühne hier begrüßen, ne Kleinkarierte. Hallo, liebe Fastenabendsfunde. Jeder ist gut. Sind alle gut ins neue Jahr gekommen? Oh, das freut mich. Und wie sieht es denn mit den Vorsätzen aus, die ihr euch an Silvester vorgenommen habt? Dennoch ist dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr für mich, ja. Denn mein Frau Helga und ich feiern Silberhochzeit. Ja. Oh ja. Ja. Und jedes Jahr zum Hochzeitstag schenke ich meinem Idelschnäuzchen immer einen Strauß Baccarat-Rosen. Hey, sind sie nicht schön? Und so schön rot. Also ich will jetzt nicht kleinkariert sein. Ne? Jedoch müssen meine Baccarat-Rosen fair gehandelt sein, ökologisch angebaut, die Länge 70,38 cm, wuchs vom Steif aufrecht wachsend, Stängeldurchmesser 2,58 mm, Blütendurchmesser 9,7 cm und 50 Blütenblätter. Was seid ihr alles im YouTube heute Mittag? Hier ist ja richtig die Stimmung im Lädchen. Das läuft, das läuft. Ja. Ja, ich sagte zu meiner Frau, Helga, jetzt sind wir 25 Jahre verheiratet. Würdest du eigentlich einen anderen Mann lieben, wenn ich jetzt sterbe? Sagt sie, aber Schatz, dafür brauchst du doch nicht zu sterben. So, ihr Leute, es ist soweit. Alles im Leben hat seine Zeit. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Eine Klinkkarierte grüßt euch alle. Und denkt dran, egal was noch passiert, wir hier sind doch schließlich nicht kleinkariert. Ich und Elaf. Eine kleinkarierte Elmar Malberg aus Bürgel.